Kinder wollen selbstständig sein. Schenken Sie Ihrem Kind Schritt für Schritt das Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten. Ich möchte Ihnen mit diesen zwei Videos die Eintrittskarte schenken, um die Selbstständigkeit Ihres Kindes richtig zu fördern. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Eines der wichtigsten Ziele der Erziehung ist die Selbstständigkeit unserer Kinder. In jedem Kind steckt der Wunsch und der Drang zur Selbstständigkeit. Jedes Kind arbeitet natürlich auf seine Weise daran, selbstständiger zu werden. Die Selbstständigkeit Ihres Kindes wird durch folgende wichtige Antriebe angeregt. Das Spielen, ein Grundbedürfnis jeden Kindes. Damit üben Sie neue Fähigkeiten ein. Neue Dinge werden über das Handeln im Spiel begriffen. Das nächste ist das Erkundungsverhalten. Ihr Kind versucht, alles mit seinen Sinnen zu erfahren. Zum Beispiel, welche Geräusche macht ein Gegenstand, wenn er herunterfällt? Es fängt an zu krabbeln, später dann zu laufen und kann dadurch immer mehr seine Umgebung erforschen. Es steckt Dinge in den Mund und erfährt dadurch die Konsistenz des Gegenstandes. Der nächste Antrieb ist die Wissbegierde. Die Aufmerksamkeit Ihres Kindes ist unbewusst immer auf das Neue gerichtet. Später, wenn es sprechen kann, äußert sich das durch die vielen Fragen. Noch ein Antrieb, das Nachahmen, ein wichtiger Baustein für die Entwicklung der Vorstellungsfähigkeit und Sprache. Ihr Kind lernt von Anfang an über die Nachahmung. Das schöpferische Erfinden. Die zuvor ausgebildeten Fähigkeiten kommen jetzt zum Einsatz. Das zuvor Gelernte wird neu kombiniert. Ihr Kind erfindet eigene Geschichten, Spiele und Wortschöpfungen. Das Bauen mit Bausteinen wird jetzt konstruktiver. Unterstützen Sie die individuellen Entwicklungsphasen Ihres Kindes und vermitteln Sie ihm die notwendigen Schritte dazu. Auf diese Weise kann es an Selbstständigkeit nur dazu gewinnen. Sie als vertraute und begleitende Bezugsperson können die räumliche und materielle Umgebung gut vorbereiten und mit viel Potenzial zur Förderung ausstatten. Wie können Sie das nun tun? Das zeige ich euch im nächsten Video. Gebt meinem Video einen Like und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und schreibt doch bitte eure Ideen und Themen in meine Kommentare.